Hallihallöchen, liebe Freunde der gepflegten Horror-RPG-Unterhaltung. Da bin ich auch schon zurück mit einem neuen Let's Play-Projekt. Und wir spielen, wie ihr schon sehen könnt, Eve. Und zwar die deutsche Version, übersetzt von Nisa und Nonsense, Gottes Willen. Tja, und die liebe Conan Spain hatte die Idee dazu. Leider hatte sie dann nicht das Durchhaltevermögen, das wirklich durchzuziehen. Das wurde dann aber von Nisa und Nonsense übernommen. Und deswegen haben wir jetzt trotzdem die deutsche Version hier vorliegen, was mir auch um einiges angenehmer ist. Ich meine, es funktioniert doch mit Ach und Krach, wenn ich da das Spiel übersetze. Aber es ist doch auch viel schöner, wenn wir alles so verstehen können, wie es auch ursprünglich gemeint war. Ich bin mir ziemlich sicher, die beiden haben ihre Arbeit recht gut gemacht. Und dann wollen wir doch auch schon ins Spiel starten. Und die Musik ist schon wunderschön. Während eines frühen Nachmittages unter einem grauen Himmel waren Eve und ihre Eltern auf dem Weg in eine Kunstausstellung. Hast du auch nichts vergessen, Eve? Oh, hast du dein Taschentuch? Du weißt schon, das, welches du an deinem Geburtstag bekommen hast. Bewahre es gut in deiner Tasche auf, okay? Verliere es nicht. Okay, wir haben also ein Taschentuch zum Geburtstag bekommen. Das finde ich ist ein hübsches Geschenk. Ja, und ich habe ja schon Screenshots gesehen. Und das Spiel ist nicht so wie die normalen RPGs. Also alles selbstgemachte Charaktere. Also menschlicher, möchte ich meinen. Wenn man das im Gegensatz zu Mad Father oder Misao sieht, haben wir ja tatsächlich Körperproportionen, was mir schon ganz gut gefällt für den Anfang. Also hier wären wir. Das ist das erste, dass du in einer das erste Mal, dass du in einer Kunstausstellung bist. Richtig, Eve? Mama, du bist meine Mama, du solltest das eigentlich wissen. Wir sind heute hier, um die Ausstellungsstücke eines Künstlers namens Guatena anzusehen. Und sie haben hier nicht nur Gemälde, sondern auch Skulpturen und alle möglichen Arten von Kreationen. Ich bezweifle nicht, dass du daran Gefallen finden wirst, Eve. Ja, genau, Mama. Ich bin 12 Jahre alt und bin natürlich liebend gern in einer Kunstausstellung. Ist nicht so, dass ich viel lieber mit meinen Freunden draußen Fußball spielen würde oder so. Sollen wir zur Rezeption gehen? Ah ja, lass uns noch einige Broschüren mitnehmen. Dass Eltern immer Broschüren haben wollen. Ich gehe in ein Museum, um mir Sachen anzugucken und um mich zu belesen. Hm? Du willst schon vorgehen? Also wirklich, Eve. In Ordnung. Aber bitte sei in der Ausstellung leise, okay? Mach keinen Lärm. Nicht, dass ich mir bei dir darum Sorgen machen müsste, hoffe ich. Mach den anderen Besuchern keinen Ärger. Oh, wir haben in dieser Hinsicht noch keine Charaktertiefe, wie uns scheint. Unsere eigene Mutter scheint uns nicht zu kennen. Ich glaube, meine Eltern hätten mich nie im Museum alleine vorgehen lassen können. Weiß ich gar nicht. Nee, meine Eltern waren immer dabei, ich bin nie vorgelaufen. Gut, es könnte auch daran sein, dass mir die Museumsbesuche immer ziemlich gruselig waren. Ich sollte etwas essen, dachte ich mir, während ich Gedanken verloren aus dem Fenster starrte. Okay, wo können wir denn jetzt hier lang? Ach, hier unten. Mhm. Und was machen wir natürlich als pflichtbewusstes Mädchen erstmal lesen? Willkommen in der Welt von Guatena. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders macht. Guatena, ich denke mal, ist schon richtig. Wir danken Ihnen wirklich für Ihren... Zurzeit halten wir für den großen Künstler Guatena ab. Wir hoffen, Sie genießen die Kunst des exzentrischen Guatena, dessen Kreationen so viel Schönheit und Geheimnisse in sich tragen. XXXX. Küsschen, 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 Küsschen. Du kennst einige der Worte nicht. Okay. Wir sind dumm. Atemberaubend. Also, Mutti hat gesagt, wir sollen auf gar keinen Fall die anderen Besucher stören. Na, dann machen wir das doch. Punkt, Punkt, Punkt. Fühlt sich so an, als würde ich eingesaugt werden. Das ist kein Hentai. Das ist mal ein großes, altes Ausstellungsstück. Das ist ein Bild, was auf dem Boden gemalt ist. Alte Frau, setzen Sie Ihre Brille auf. Mann. Nee, man. Wenn dieses Ding echt wäre, würde ich daneben super klein aussehen. Ach was. Aber diesen Fisch gibt's ja wirklich, da hat er dann auch so eine Angel so auf dem Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, wo so ein Glühding dran hängt, womit er dann kleinere Fische anzieht und die dann frisst. Sie findet Nemo. Findet Nemo ist übrigens ein sehr schön biologisches Fachwerk. Hm, es ist so, als würde man von der Oberfläche tief in das Meer schauen. Ich glaube, das war auch die Absicht des Künstlers.
Ich wollte dieses Stück so gerne mit meinen eigenen Augen sehen. Das ist was ganz anderes, als es im Buch zu sehen. Die Atmosphäre ist einfach so... So, du weißt schon. Ja, so steril. Alles weiß in weiß und dann ein Bild auf dem Flur. Also das ist jenes Bild, das als Werbung in den Magazinen war? Ja, von mir aus. Weiß ich nicht. Ich habe dieses Magazin nie gelesen. Oh. Was ist das denn? Der hustende Mann. Guatena scheint wirklich ein Exzentriker gewesen zu sein. Weiß ja nicht, lebt er noch? Junge, es sieht aus, als würde die kleinste Erschütterung die Skulptur in Millionen Stücke zerbrechen lassen. Ich frage mich, wie viel ich dafür bezahlen müsste, wenn das passiert. Oh je, der Gedanke daran ist unheimlich, sagte ein dicker Mann. Ich will diese Blüten aufheben. Lieber nicht. Was, warum? Würdest du sie hier einfach liegen lassen? Päh! Kinder. Furchtbar. Was haben wir hier? Selbstloser Wächter. Das ist einfach nur ein weißer Strich auf dunklem Hintergrund, aber hey. Ein wahrhaft unbeschreibliches Gemälde. Ich frage mich, wie es wohl gemalt wurde. Höchstwahrscheinlich mit Pinsel. Und Sternen. Du kennst einige der Worte nicht. Oh Gott, ich glaube, wir sind wirklich dumm. Wir sind Analphabeten. Oh, das will ich haben. Was? Was ist das? Ich würde es auch wissen. Ich kann das nicht ansprechen. Sehen andere Menschen mehr als ich? Sind manche Sachen für mich blind? Oder nicht vorhanden? Und sind sie deswegen nur nicht da, weil ich nicht sehe, dass sie da sind und... Oh, so wunderschön. Ich sollte nicht zu sehr meinen eigenen Gedanken nachhängen. Das sieht so aus, als ob ich 5 Kindergartenkinder Farbtuben nehmen lasse und die einfach sinnlos auf dem Bild rumpatschen lasse. Geister, blablabla. Oder Kindergeschmiere. Du kennst dieses Wort nicht. Kindergeschmiere. Glas, der... Du kennst dieses Wort nicht. Mann! Ib, lern lesen! Also, na gut, lesen kann sie, aber sie versteht die Worte nicht. Nimm einen Duden mit, wie es sich für ein pflichtbewusstes junges Mädchen gehört! Mann, der große Guatena enttäuscht nicht. Je länger ich es ansehe, desto tiefer versinke ich darin. Das ist ein weißes Bild. Ist wahrscheinlich eine Skizze. Strand. Ja, ich kenne mal wieder das Wort nicht. So macht natürlich eine Kunstausstellung Spaß. Oh, was macht denn die Mutti? Ich bin sicher, dass du das weißt, aber fass nicht die Kunststücke an. Oh, zu spät, Mama. Wir würden ziemlichen Ärger bekommen, wenn du etwas zerbrichst. Zu spät, Mama. Papa will nicht mit uns reden? Papa? Papa, ich bin's, deine geliebte Tochter. Jeep! Eine gut gemeinte... Du kennst dieses Wort nicht. Warte mal, wir haben da einen Jungen, der auf Klaviertasten rumklimpert und eine Mutti, die streng erhoben den Zeigefinger erhebt. Weil sie es kann. Atemberaubend. Papa, ignoriere mich nicht. Püt, dann gehe ich halt, weißt du. Kann ich wieder raus? Ach ja, kann ich speichern, okay. Irgendwas hat hier gerade gekrizzelt. Du kannst nicht einfach gehen. Doch, mein Vater ignoriert mich. Das ist Grund genug für einen dramatischen Abgang. Was haben wir hier? Dame nimmt die Zeitung. Wer ist er hier? Ey, rede mit mir! Punkt, 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 geht nicht! Okay. Meiner Meinung nach hat Guatena hier versucht zu sagen, dass Individualität im Auge des Betrachters liegt. Weswegen die Figuren keine Köpfe haben, verstehst du? Was? Er hat versucht, die Individualität darzulegen und gibt ihnen keine Köpfe? Die sehen genau gleich aus, bis auf die Farbe. Sind das Frauen? Warte mal, hat er das gerade gesagt? Ich habe das jetzt einfach vorgelesen. Ich glaube schon. Oho, ich bin froh, dass du das verstehst. Ich bin mir sicher, es ist genau so. Okay. Jetzt stehen wir vor dem, wenn ich es als intelligent da. Tod der Individualität. Gut, er hatte recht. Und wir konnten ein bisschen klug scheißen. Reservierter Sitzplatz. Was für ein seltsames Sofa. Daran ist natürlich nichts falsch. Ich würde gern darauf sitzen, aber ich schätze, ich darf nicht. Nein, das darf niemand. Ich darf ja auch nicht einfach die Bilder von der Wand reißen. Blurab auf dem Tisch. Du kennst dieses Wort nicht. Wir sind doof. Wir sind zu... Okay, wenn ich das da oben schon als Kindergeschmiere bezeichnet habe, dann würde ich hier behaupten, das ist noch viel mehr Kindergeschmiere. Hallo. Blurab, Welt. Du kennst dieses Wort nicht. Was ist mit der Musik passiert? Ich will hier weg. Wo sind die Leute hin? Waren hier Leute? Also ich war ja noch gar nicht. Erleuchtung.
Deine dunkle Vorstellung. Ist das eine Katze? Oder was soll das sein? Das sieht aus wie ein Fisch mit dem Auge. Und wer bist du? Machst du was? Die ist gruselig. Du kennst dieses Wort nicht. Geschmackvoller Baum. Na, ich weiß ja nicht. Da sieht alles andere. Da sieht aus wie ein Notenständer mit Lametta behangen. Du kennst dieses Wort nicht. Ein Apfel mit Messer drin. Wieso hat das Bild von dieser komischen Frau da rote Pixel? Du kennst dieses Wort nicht. Ich habe gerade nur Augen für diese rote Frau. Die hat nämlich so seltsame rote Augen und dann noch rote Pixel. Bittere Frucht. Die Dame in Rot. Die sieht böse aus. Diamant, du kennst dieses Wort nicht. Also irgendwas mit Diamant. Hey, wo sind die Leute hin? War das die ganze Zeit schon hier? Sorge, das sieht gruselig aus. Türme, du kennst dieses Wort nicht. Das ist ein schwarzes Bild. Der hängende Mann. Dame nimmt die Zeitung. Aha. Uh-oh. Ich habe das Gefühl, hier stimmt was nicht. Mami, Papi, ich hab Angst. Ich will gehen. Es sieht so aus, als wäre es verschlossen, aber es lässt sich nicht öffnen. Ach so, es sieht nicht so aus, als wäre es verschlossen. Ist das normal? Ist das jetzt Blut oder... Eine rote Flüssigkeit fließt an dem Fenster herunter. Ich will hier raus. Der Ausgang ist verschlossen. Mama, Papa! Das kommt davon. Nur weil ihr mich ignoriert habt, bin ich alleine losgezogen. Hier ist niemand. Vati! Super. Machst du was, Fisch? Hilf mir. Lord der Tiefe. Ich kenne viele der Wörter nicht. Hier hat jemand gehustet. Was ist hier los? Und Moment, ich mach mal kurz lauter, aber ich bilde mir ein, ich höre noch jemand anderen. Hier folgt uns irgendwas. Also, das schallt so schön bei den Kopfhörern. Wer du auch bist, hör auf, mir zu folgen, oder? Nee, das hört sich so an, als ob der oben ist. Ich will nicht wieder hoch. Nochmal speichern? Hier ist irgendwas und ich habe Angst. Was war das? Sieht nicht aus, als wäre es verschlossen, aber es lässt sich nicht öffnen. Alter! Das sieht aus, als hätte jemand dagegen geschlagen. Ja, schön! Was ist hier los? Ich hoffe, dass wir nicht dem begegnen. Hier ist Farbe? Eine blaue Flüssigkeit läuft vom Rahmen herunter. Komm, Ib, nein! Dieser Aufforderung werde ich nicht nachgehen. Nö, sehe ich überhaupt nicht. Du bist also doch eine Katze, ich wusste es. Auch wenn du aussiehst wie ein Fisch mit Auge. Ich hab jetzt gedacht, jetzt macht die rote Dame hier was, aber hier ist die Frucht runtergefallen. Die Frucht fiel herunter. Okay, ich gehe wieder. Wer läuft mir denn hier die ganze Zeit hinterher? Steht da jetzt was? Komm zu mir herunter, Ib. Ich zeige dir einen geheimen Ort. Irgendwer rennt mir hier hinterher, das macht mich paranoid. Oh, mach bitte nichts, liebe Bilder. Macht nichts. Macht bitte nichts. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach gehen. Moment, speichern. Ich hab gesehen, dass da gerade das Gitter offen war. Aber wir speichern lieber nochmal. Das ist sicherer. Will ich da rein? Okay, offensichtlich will ich da rein. Kann ich wieder gehen? Kommt tatsächlich wieder raus? Okay, das heißt, wir haben eine Fluchtmöglichkeit. Zu den Bildern sagt sie nichts. Komm. Da ist eine Rose in der Vase. Die Rose nehmen. Ja, Rose erhalten. Moment, jetzt muss ich Musik wieder leiser machen. Okay, wir haben jetzt eine Rose. Ach so, wir können das nicht verschieben. Oder doch? Hä? Okay. Was bist du für eine? Da liegt etwas auf dem Boden. Blauen Schlüssel. Alter, was ist das denn für ein creepy... Hi.
Wenn die Rose blablabla, so wirst auch du blablabla. Du kennst einige der Worte nicht. Was ist das denn? Dieb! Dieb! Nein, ich heiße Ieb! Ieb! Nein, ich hab dir schon eben schon gesagt, ich heiße Ieb! Ah! Mein Ausgang! Wieso? Was zur Hölle? Ich will hier nicht sein! Der Lorbfisch. Du kennst dieses Wort nicht. Verflucht! Memo an mich selbst. Blauen Schlüssel benutzt. Nee, das wollte ich eigentlich nicht Memo an mich selbst, aber... lerne den Duden auswendig. Ja? Hüte dich vor den Wänden. Das Gemälde eines Marienkäfers. Das Gemälde einer Biene. Das Gemälde eines Schmetterlings. Das Gemälde einer Spinne, lass es uns niederbrennen. Habe ich eigentlich was? Nee, Taschentuch, rote Rose. Ich bin eine Ameise. Ich liebe Gemälde. Mein Bild ist besonders schön. Ich würde es gern sehen, aber es ist so weit weg. Was haben wir hier? Prolog. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Achso, letztes Kapitel. Oh nein! Du kannst das Loch im Flur nicht überqueren. Warum nicht? Spring darüber. Okay, ich will nicht. Ich spring hier rüber. Ach so, das soll eine Wand darstellen. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ich soll mich von der Wand fernhalten, muss hier aber... Also, gehe ich jetzt so, oder wie? Da! Lasst mich doch alle in Ruhe! Das Gemälde einer Ameise. Scheint, als könnte ich es von der Wand... nehmen, oder von der Wand genommen werden. Nehmen! Ameisengemälde. Cool, ich speichere. Liebe Ärmchen, ganz liebe Ärmchen, lasst mich in Ruhe. Lasst mich doch einfach gehen. Achso, Moment, hier war die Ameise. Ameise? Wo bist du? Pixel? Oh, das ist mein Bild. Genauso schön wie in meinen Erinnerungen. Starr. Ja, und weiter? Das ist mein Bild. Genauso schön wie Starr. Ja, und weiter? Jetzt, was soll ich machen? Tja, wenn du es nicht haben willst. Kann ich das hier irgendwo aufhängen? War hier ein Haken? Oder können wir das als Brücke benutzen? Du kannst das Loch im Flur nicht überqueren. Das Ameisengemälde auf das Loch im Boden legen. Gut. Also haben wir jetzt... Hihi. Hallo, ihr individuellen Frauen. Eine kopflose Statue. Epilog. Da liegt etwas auf dem Boden. Grün. Hallo, liebe individuelle Frau. Die kommt ja hinterher. Aber sie kommt nicht rüber. Und sie ist hineingestürzt. Da ist jetzt ein Loch im Bild. Ja, schön, okay. Gut, jetzt haben wir einen Schlüssel. Hallo, Pixelameise. Was ist mit meinem Bild passiert? Ja, also das wirst du mir nie glauben. Nämlich, als ich gerade aus dem Raum verschwunden war, war da ein Kunstkritiker, der so begeistert von diesem Bild war, dass er das unbedingt haben wollte. Grünschlüssel benutzt. Ich hab gar nicht probiert, ob die... Ich mag keine Katzen. Ich mag erst recht nicht solche Katzen. Apropos, ich sollte vielleicht auch erstmal ein Aufnahmepäuschen machen. Ich nehme doch schon wieder viel zu lange auf. Okay, dann würde ich sagen, das creepy Katzengesicht gucken wir uns dann in der nächsten Folge von Ieb an. Ich hoffe, euch hat das Spiel bis jetzt gefallen. Ist ja auch gerade mal der erste Part. Und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder mit dabei, wenn es heißt Ieb.